Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence auf dem PC mit von Löher Gameplays als Hobby. Ja, wir sollen jetzt irgendwie, hier diese Kette hier im Hintergrund irgendwie zerstören, bevor diese Kira hier irgendwie eine Kamikaze-Bombe fertig gebaut hat, damit sie sich eben nicht selbst mit in die Luft sprengt, damit wir durch sie unsere kleine Schwester wiederfinden können. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo wir hingehen können, was wir machen können. Ein fliegender Krebs. Okay. Ein Geräuschball. Was ist das für ein Ding? Damit lassen sich Sucher ablenken. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar. Hoch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Was ein Trottel. Achtung! Ach, vergiss es. Okay. Was ist das hier für ein Stein? Das Wappen Kalimas war da drauf und ein Willkommensgruß für die Händler, die jeden Tag zum Markt strömten. Okay. Da oben kann ich nicht hin. Schon wieder ein fliegender Krebs. Okay, nehme ich mal einen Spot, muss was machen. Was kann denn ein Spot? Linke Öse, was kann der denn da machen? Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? 10. 9. 8. Ja! Ja! Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Hoffentlich kommt Spot mit. Die Superraupe. Kapitel 1 abgeschaltet. Abgeschaltet. Abgeschlossen. Nehme ich mal an. Zumindest stand da Kapitel 1. Also nehme ich mal an, dass es heißt, wir haben Kapitel 1 geschafft. Oh. Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Ach, jetzt spiele ich sogar die Kleine. Okay. In der fleischfressenden Pflanze ist ein Tier drin. Okay, wir können generell sonst nichts machen. Ich kann nicht laufen, aber ich kann wenigstens sie angucken. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Na komm her, du alter Herumtreiber. Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los.
sollst sie loslassen. Was soll ich machen? Fleischfressende Pflanze boxen? Okay. So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das weh tut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Frage Sam, was er über diese Pflanze weiß. Erinnere dich an den Tag, an dem du Blumen gegessen hast. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Ich nehme an, dass hier mit dem toten Dings hier, was sagt das aus? Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Durch den Stöpsel hier. Ein Grabstein? Ist das etwa ein Grabstein? Naja, ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Unendlichkeit. Okay, raushängende Zunge. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Ja, also ich nehme an, dass es auf jeden Fall die Beeren sind. Aber ich will halt eben alles andere auch irgendwie abklappern. Stöpsel, was Dieser ist damit? Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Okay. Vielleicht fressende Pflanze treten. Nee, das bringt ja nichts. Gut, dann nehmen wir die Beeren. Diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Nom, nom, nom. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also... Mund auf! Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Durch die Wurzel. Oh. Ob die bitter schmecken? Wow. Oh. Wow. Ein Rausch? Wie geil ist das denn? Nochmal probieren. Oh, hui. Was machst du da, Rini? Wir sind mein kleines Kind. Auf jeden Fall nichts mit den Pilzen. Wow. Wow. Fasst du die Pilze an? Nicht mit den Fingern. Ich schwör's. Ah, die schlägt trotzdem weiter. Ich drücke gar nichts bitter mehr. Nein, bitte nicht. Eher... Hui. Alles okay bei dir, Rini? Yo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Nicht für die Kinder gedacht. Oder geeignet, irgendwie sowas. Geeignet, ja. Wie geil. Okay, dann gehen wir mal durch die Wurzel. Ich denke mal, da finden wir Vielleicht bestimmt was. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres.
Rini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Was ein Spiel. Was ist denn das für ein Brummer? Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Die roten Beeren hier wahrscheinlich, ja. Honigtauzecke. Okay. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sum. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Er hat auf jeden Fall was fallen lassen. Heißer Honig. Ein großer Schädel. Wieso will die alles anlecken? Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Maske? Ach so, von diesen komischen Jägern. Hey, was ist das? Na, lass liegen. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Nee, die setzen wir mal lieber nicht auf. Teergrube. Warum sollte ich Teer schlecken? Wir probieren mal den heißen Honig. Da verbrennt man sich die Zunge. Okay, das heißt, das müssen wir irgendwie erstmal abkühlen. Ne? Ach, Moos gibt's auch noch. Noch mehr Beeren. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Ja. Aber wie? Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Eine Brücke bauen? Beschlecken? Ah, der große Schädel, okay. Ah ne, Moos kann ich jetzt auch krapschen. Das kann ich alles krapschen. Der könnte eine Brücke werden. Wir haben keinen. Schwer. Wir haben keinen Spot. Nasses Moos. Wenn ich es ins Pech schmeiße, ist es weg. Ich will nicht, dass es weg ist. Ich mag Moos. Okay, dann müssen wir was anderes finden, kleine Lady. Dann fahr ich doch mit den Masken. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Und schmeckt noch viel schlimmer. Wieso nimmt die sowas alles im Mund? Daraus baue ich mir was. Eine Tuschelbrücke. Die setzt sich nicht auf, das ganze Knicken. Ich probier's trotzdem. Gutes Mädchen. Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. So, jetzt müssen wir noch die Maus in der Mitte halten. So, okay, wunderbar. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Das hat wohl nichts geholfen. Wir müssen selber schütteln. Oh, da ist eine. Und der Fisch nimmt sie mir weg. Oder?
Das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Genau das, was wir jetzt brauchen. Rüttel, rüttel, schüttel. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Das heißt also jetzt wieder zurück. Sehr schön. Haben wir das doch gelöst. Und er lebt auch noch. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Das geht durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Nochmal probieren. Lecken wir nochmal den Pilzen. Hui. Hui. Die Wirkung ist viel zu kurz. Okay, wir haben ja heißen Honig. Wahrscheinlich können wir das da damit machen. Nur das Laden dauert irgendwie viel zu lang, finde ich, für so ein Spiel. Autsch! Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ich sehe jetzt nichts mehr mit der Teerkugel. Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Okay. Nicht Moos. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Ja, das wissen wir mittlerweile. Guck mal nochmal den großen Schädel, aber ich nehme mal an nicht. Wir müssen wieder zurück. Ich frage mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Oh, okay. Wow, da ist ja noch ein Monster im Monster. Eine richtige Monstroschka ist das. Oh. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Okay, die wundert sich jetzt warum die Masken da jetzt sind. Warum hältst du nicht den Mund auf? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Schön brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Dürfte ja wohl reichen, oder? Ha, was haben wir denn und da? Da ist auch noch was drin. Ein Ritterhelm. Toll. Helm hätte ich es auch gesagt, aber nicht Ritterhelm? Für den Ritter. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Es ist auf jeden Fall kein Actionspiel. Geht alles ziemlich ruhig vonstatten. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Und es lädt wieder. Wir sind jetzt bei wieder schon 20 Minuten. Das heißt also, der Teil ist jetzt auch schon wieder vorbei. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst.
Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Wie wär's mit den Pilzen? Da werden wir alle Hai. Okay, das gucken wir dann im nächsten Teil, womit wir Feuer machen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eine süße kleine Welt. Wie gesagt, es ist kein Action-Spiel, wie es aussieht, aber es ist interessant und niedlich gestaltet. Finde ich auch mal ganz nett so zur Abwechslung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns trotzdem beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Das war Silence mit von Nuya Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.